Ja, herzlich willkommen zu meinem Vergleich von Windows 7 mit der neuen Unity-Oberfläche, die mit dem Betriebssystem Linux-Betriebssystem Ubuntu 11.04 aufgetaucht ist. Ich habe hier Windows 7 als Gastrechner bei mir installiert und habe hier in einer sogenannten virtuellen Maschine mit VirtualBox für die Insider hier das Betriebssystem Ubuntu installiert. Ich habe also gleichzeitig hier Windows 7 laufen. Und in einem Fenster innerhalb von Windows 7 habe ich Ubuntu laufen. Dieses Fenster beinhaltet eben dieses Ubuntu 11.04 mit der sogenannten Unity-Oberfläche. Ich kann also diesen Fenster so ausführen, wie ein normales, wie es halt bei Ubuntu so ausschaut. Ich möchte dir jetzt Gemeinsamkeiten mal zeigen. Fangen wir vielleicht so an, dass ich die Windows-Oberfläche immer wieder vergleiche mit der Ubuntu-Oberfläche. Bei Windows haben wir hier dieses Startmenü, Start. Hierher gehe, habe ich eine Auswahl der verschiedenen Programme. Also selber habe ich hier beim sogenannten Starter-Panel bei Ubuntu, habe ich hier auf der linken Seite, kann ich hier zum Beispiel den Firefox starten. Er wird dann gestartet in diesem Fenster und es verschwindet dann hier diese Oberfläche. Und wenn ich hierher gehe auf die linken Seite, dann erscheint sie wieder und ich kann wieder weitere Programme mir zum Beispiel dann öffnen. Vorteil hier ist, dass eben wenig Platz letztlich verschwendet wird. Wenn ich Programme starten möchte, kann ich hier die sogenannte Super-Taste gedrückt lassen. Das wäre jetzt bei Tastatur mit Windows-Tastaturen die Windows-Taste. Wenn ich sie länger gedrückt lasse, werden hier dann Abkürzungen eingeblendet. Hier A, F, S und so weiter. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel gedrückt lasse und S, na, machen wir A gedrückt, dazu drücke, werden mir hier Anwendungen eingeblendet. Ich kann das auch genauso gut erreichen, wenn ich jetzt hier, kriege ich mal warm, das verschwindet wieder. Wenn ich jetzt hier wieder auf die linke Seite hinfahre, dann wird mir wieder die Unity-Oberfläche eingeblendet, dann kann ich hierher gehen und sieht mir dann die Oberfläche dann, die entsprechenden Programme werden dann eingeblendet. Ich gehe jetzt hierher und es werden mir hier Programme angezeigt, die ich in der letzten Zeit häufiger verwendet habe, wie zum Beispiel LibreOffice Writer, Systemeinstellungen und so weiter. Und ich habe hier zum Beispiel auch die Möglichkeit, direkt Anwendungen kostenlos herunterzuladen. Das ist ein großer Vorteil von Ubuntu, dass ich hier mit diesem kostenlosen Betriebssystem auch kostenlos in sehr einfacher Art und Weise die Software herunterladen kann. Ich könnte jetzt hier einfach hergehen, klicke auf Datenträgerverwalter und schon öffnet sich dann das Fenster. Da sieht man dann hier dieses eine Programm, das ich ausgewählt habe, dann eben angezeigt und ihr könnt hier auf Installieren gehen und es wird dann schon installiert. Ja, das wäre hier dieses Startmenü Start. Hier kann ich die einzelnen Programme mit dann wählen. Das habe ich hier bei Ubuntu mit dieser Möglichkeit hier. Ich kann hier auch weitere Programme einfach installieren, wie ich es gerade jetzt schon erwähnt habe. Ein einfacher Weg, direkt das zu machen, ist hier das Ubuntu Software Center. Hierher klicke, komme ich wieder zu diesem Fenster, das ich gerade da gehabt habe. Gehe hier in diesem Bereich Anwendungen installieren. Ich habe hier mehrere Bereiche, aus denen ich dann auswählen kann. Ich kann aber auch direkt, ich habe jetzt hier weniger Speicher angezeigt, weil ich in meiner virtuellen Maschine weniger Speicher zugewiesen habe. Wenn ich jetzt hierher gehe zum Beispiel und mir ein Programm herunterladen möchte, welches mit MP3 zum Beispiel zu tun hat, werden mir eine Reihe von Programmen eingeblendet, alle kostenlos, und kann dann hierher gehen und etwas auswählen und das dann zum Beispiel installieren. Der grüne Bereich zeigt mir an, was zum Beispiel schon installiert ist und hier könnte ich da schon noch etwas installieren. Ich kann natürlich auch dann sehr einfach deinstallieren. Wenn ich auf installierte Anwendungen gehe, muss ich mir einfach etwas auswählen und klicke hier auf Entfernen. Das wäre dann bei Windows versteckt praktisch unter Systemsteuerung Programme deinstallieren. Dann bekomme ich Programme angezeigt, die ich bei mir installiert habe. Ja, wenn wir von der Systemsteuerung sprechen, die wir bei Windows ja über so Systemsteuerung erreichen können, dann gibt es hier eine ähnliche Möglichkeit. Ich mache das Fenster jetzt hier mal, verschiebe es nach links. Und dieses hier schließe ich. Dann kann ich hier eine Systemsteuerung auch bei Ubuntu erreichen, wenn ich hier hergehe und Systemeinstellungen wähle. Dann bekomme ich ebenfalls eine Möglichkeit, bestimmte Einstellungen auf meinem System dann vorzunehmen. Eine wichtige Möglichkeit ist hier sicherlich die Aktualisierungsverwaltung. Fenster geht dann auf und ich habe hier die Möglichkeit, dann mein System auf neuere Software überprüfen zu lassen. Das heißt, wenn es irgendwelche neue Versionen gibt oder sichere Versionen gibt, Sicherheitsupdates gibt, dann werden die mir hier in einem Fenster angezeigt.
und nicht nur für Ubuntu selber installiert, sondern auch für alle Programme, die auf meinem Rechner installiert sind. Das unterscheidet sich ja dann doch vom Windows 7. Da kann ich das ja auch installieren, wenn ich auf System und Sicherheit gehe. Brauche aber mir jetzt ein bisschen Zeit. Da macht er diese Updates dann letztlich nur für den Bereich, der dann auch der unmittelbar mit Windows 7 zu tun hat und weniger jetzt eigene Software, die ist noch zusätzlich installiert wurde. Na, jetzt hat er es dann doch noch geschafft und ich hätte mir hier das Windows Update und nach Update suchen könnte ich gehen und würde er es mir dann anzeigen. Ja, das soweit. Macht das Kontrollzentrum jetzt auch unter Ubuntu zu. Ja, die Programme kann man eigentlich weitestgehend so verwenden, wie man es unter Windows gewohnt ist. Ein kleiner Unterschied ist hier zum Beispiel jetzt bei Ubuntu 11.04, dass hier die mache jetzt hier zum Beispiel noch Software auf. Schiebe es mir herüber. Dass hier, wenn wir die Fenster vergleichen, dass man hier die Minimiermöglichkeit und Maximiermöglichkeit unterschließen, ist auf der rechten Seite bei Windows standardmäßig und hier bei Ubuntu auf der linken Seite. Wenn man will, könnte man sich aber noch umstellen. Und was ebenfalls noch gemacht wurde, um eben dann Platz zu sparen, gerade für kleinere Monitore, ist, dass hier zum Beispiel das Dateimenü ganz oben verschwunden ist. Das heißt, wenn ich das jetzt hier wieder etwas minimiere, dann habe ich hier gar keine Menüpunkte mehr im Programm, sondern gehe dann hier herauf und sie werden dann automatisch eingeblendet. Das ist hier nicht der Fall. Also dann alles letztlich hier dann letztlich dann da herum letztlich dann versteckt. Ja, das dann soweit. Ein weiterer Punkt, den man noch bei Windows erwähnen könnte, ist wahrscheinlich dann auch der Windows Explorer. Wenn ich hier rechte Maustaste wähle bei dem Startmenü, kann ich den Windows Explorer öffnen. Dann gibt es ja seit längerer Zeit schon die Möglichkeit hier der Bibliotheken, das heißt dieser frühe Bereich eigene Dateien, und genau das gibt es auch bei Ubuntu. Wenn ich hier den persönlichen Ordner wähle, ist hier alles in einem Verzeichnis abgespeichert. Die Organisation der Festplatte schaut etwas anders aus bei Linux. Den Heimordner oder die eigene Datei ist immer versteckt im Dateisystem unter Home, dann der Benutzername. Wenn ich das hier weiter aufmache, habe ich hier die einzelnen Ordner versteckt. Das wäre hier dann zum Beispiel beim Windows-Bereich, wenn man hier auf C gehen würde und dann eigene Dateien, würde man das dann ebenfalls dann letztlich finden. Hier Dokument und Einstellungen, das habe ich jetzt hier gesperrt. Dann könnte man dann hier hereingehen und das alles dann angezeigt, da alles angezeigt bekommen aus der Benutzer. Dann werden diese Dinge angezeigt, wie man es hier dann bei Home, Benutzername und so weiter kennt. Arbeitsfläche ist dann der Desktop. Ja, das ist das Dateisystem. Wenn ich bei Ubuntu mir das dann anschaue, ich mache das jetzt hier nochmal zu, dann habe ich hier den Desktop. Windows Desktop ist hier, ich kann sowohl hier. Also hier könnte ich jetzt zum Beispiel neue Ordner mir einrichten. Hier kann ich das und Verknüpfungen einstellen. Dasselbe schaffe ich auch natürlich unter Ubuntu natürlich. Ordner anlegen, Starter anlegen, ist mein Vergleich mit den Verknüpfungen. Bei Ubuntu hat man noch die praktische Möglichkeit, hier Arbeitsflächen umzuschalten. Also ein Desktop ist eine Arbeitsfläche unter Ubuntu. Könnte ich jetzt hier zum Beispiel mit LibreOffice öffnen. Habe das jetzt hier geöffnet, also ein bisschen kleiner, gehe dann hierher, wähle mir einen anderen Desktop aus, öffne dann hier LibreOffice Calc. Im Prinzip könnte ich das mit jedem Programm machen und kann dann bei jedem Desktop hier wieder ein eigenes Programm ablegen. Ich kann sogar hergehen und kann hier mir ein Programm schnappen und auf dem dritten Desktop zum Beispiel dann ablegen. Genauso habe ich die Möglichkeit unter Ubuntu hier ein Programm zu starten und das dann mit dem AeroSnap-Funktion, das ich mir jetzt dann so einrichte, dass man es zum Beispiel dann so einstellt, dass ich das dann zum Beispiel rechts nur habe oder dass man es ganz aufmacht. Ja, lauter Dinge, die man unter Windows 7 an und für sich auch schon kennt. Ja, jetzt haben wir diese Möglichkeit besprochen. Anwendungen öffnen kann man über diesen Bereich, habe ich auch schon angesprochen. Nach Dateien suchen kann man hier. Hier werden aber nur Dateien und Ordner eben durchsucht, die sich in diesem Heimverzeichnis, diesem Benutzerverzeichnis befinden. Das vielleicht auch zur Anwendung. Einen Mülleimer kann ich genauso entleeren, wie ich es eben von Windows 7 her kenne. Ja, was haben wir da noch alles für Möglichkeiten, die erwähnenswert sind?
Hier oben haben wir die Möglichkeit, eben Systemeinstellungen aufzurufen, auszuschalten, den Computer neu zu starten, lauter Dinge, die wir da auch kennen. Dann hier das Datum einzustellen, die Uhrzeit einzustellen und dann hier die Lautstärke zu verändern. Soweit wichtige Einstellungen im Vergleich zwischen Windows 7 und Ubuntu in der Unity-Oberfläche.